mein Bewegungsspielraum ist sehr eng, aber gut. Ambiente für die Regierungsbilanz nach einem Jahr Ampelregierung reloaded. Ich freue mich sehr, dass die Ministerpräsidentin, die Integrationsministerin und die Wirtschaftsministerin die Bilanz vorstellen werden. Und wir freuen uns natürlich auch auf eure, auf ihre Fragen. Ich hoffe, Sie haben alle was zu trinken. Es war ja ein anstrengendes Jahr. Es ist eine ausführliche Bilanz und ich würde sagen, wir legen los. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite, auch im Namen von uns allen. Wir hatten heute ein Treffen mit der LVU Rheinland-Pfalz und haben hier an dieser schönen Stätte miteinander getagt und dürfen jetzt hier, passend zu unserer Ampelkoalition, finde ich, gerne diese PK heute machen. Am 18. Mai 2021, vor einem Jahr ungefähr, hat sich die zweite Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz gebildet und wir sind gestartet. Und wir haben gesagt, dass wir alle unsere Kraft einsetzen, um die Zukunft dieses Landes positiv zu gestalten. Das ist noch immer unsere Einstellung. Damals hat uns die Corona-Pandemie bereits mehr als ein Jahr beschäftigt. Und niemand hat zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass knapp zwei Monate später die schreckliche Flutkatastrophe eines ungeheuren Ausmaßes und den Norden unseres Landes treffen würde. Das Ausmaß der Zerstörung und das Leid der Menschen bewegen das ganze Land und es bewegt auch nach wie vor uns als Ampelregierung und auch mich ganz persönlich. Es vergeht kein Tag, an dem nicht diese Landesregierung mit Kräften daran arbeitet, den Aufbau im Ahrtal mit den Menschen vor Ort zu stemmen. Das Hochwasser im Juli, davon betroffen waren 65.000 Menschen und allein 42.000 im Ahrtal. Und hinter jeder Zahl steckt ein menschliches Schicksal von Verlust, von Verletzung, von Verstörung, von Trauer, manchmal auch von Wut. Die Gesellschaft kommt nicht zur Ruhe, das könnte man auch sagen, und die Bewältigung von drei Krisen zur gleichen Zeit, also die Flut, Corona und jetzt eben die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, fordern auch uns als Landesregierung ganz außerordentlich. Neben Krisenmanagement stehen die großen Zukunftsprojekte. Und wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass wir neben dem Krisenmanagement, was wir wirklich auch mit voller Kraft tun, dass wir ganz klar die Ziele, die wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, mit großer Kraft verfolgen werden. Und man kann heute nach einem Jahr auch sagen, dass wir in allen Bereichen wirklich sehr wichtige Schritte gegangen sind. Wir haben wichtige Weichenstellungen für ein klimaneutrales Rheinland-Pfalz vorgenommen, als Lebensgrundlage für uns alles und für alles, was wir tun. Wir haben aber auch wesentliche Schritte getan in den großen anderen Projekten, dem Biotechnologiestandort und den Innenstädten, als wesentliche Bausteine für die Zukunftsfähigkeit unseres Bundeslandes. Gemeinsam mit den Kommunen, und ich beginne jetzt nochmal beim Ahrtal für genauere Ausführungen, bauen wir das Ahrtal wieder auf. Das haben wir uns vorgenommen nach dieser schrecklichen Naturkatastrophe. Wir haben unmittelbar eine Wiederaufbauorganisation gebildet. Für diese Mammutaufgabe haben wir im Grunde die Experten und Expertinnen aus der ganzen Landesregierung zusammengezogen. Die Innenstaatssekretärin Nicole Steingass wurde die Beauftragte für den Wiederaufbau. Wir haben den ehemaligen Innenstaatssekretär Günter Kern zum Vorortbeauftragten samt seinem Verbindungsbüro gemacht, damit Verantwortliche vor Ort sind und für die Bürger und Bürgerinnen Ansprechpartner da sind. Bund und Länder, und damit da hatten wir auch viel mit zu tun, haben ganz schnell gehandelt und haben für Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, damit der Wiederaufbau gelingen kann. Alle Betroffenen haben mittlerweile Maßnahmenpläne für den Aufbau der kommunalen Infrastruktur erstellt. Also Beispiele, Radwege, Kindergärten, Straßen, Schulen, Sportplätze, Rathäuser, alles, was damit zu tun hat.
Das Innenministerium hat inzwischen dafür 4 Milliarden Euro bewilligt. Wir haben in diesem Zusammenhang ganz am Anfang direkt das Vergaberecht geändert. Wir haben Personal bei der ISB aufgestockt und künftig können in sehr vielen Fällen auch Abschlagszahlungen gewährleistet werden, um den Aufbau vor Ort schneller eben auch möglich zu machen. Wir haben viele Beratungsangebote zur Verfügung gestellt, beginnend mit Einwohnerversammlungen in fast jeder Gemeinde. Wir haben die Infopoints vor Ort entwickelt, die kostenfreie Telefonhotline, die auch zahlreich genutzt wird. Seit dem 20. April machen wir auch aufsuchende Arbeit oder aufsuchende Hilfe, was das Thema Antragstellung betrifft. Und bisher wurden bereits 500 Haushalte damit erreicht. Wir haben ein Traumazentrum, Hilfezentrum und ein umfassendes Beratungsnetzwerk aufgebaut. Das Motto für den Aufbau im Ahrtal lautet: Gemeinsam bauen wir wieder auf. Das zeigt, dass es die Menschen vor Ort sind, die Kommunen, das Land und ganz viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, mit denen wir es gemeinsam machen. Ich kann jeden verstehen, dem es nicht schnell genug geht. Ich will Ihnen aber auch versichern, dass die Landesregierung, die Verwaltungen der Kommunen, bei der Investitions- und Strukturbank, in den vielen Infopoints im Tal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis an die Grenzen arbeiten, bis an ihre Grenzen arbeiten. Es sind Menschen, die oftmals selber betroffen sind, und es sind auch oftmals Menschen, die bereits während der Corona-Pandemie 7 Tage die Woche gearbeitet haben. Sie tun das mit Blick auf das Ahrtal genauso intensiv, weil auch sie wollen, dass es im Ahrtal vorangeht. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Ahrtal nachhaltig aufzubauen. Wir wollen, dass es ein modernes, ein nachhaltiges Tal wird und dass wir die Chance nutzen, es wirklich dann auch anders zu gestalten, wenn schon dieses schreckliche Unglück und diese Naturkatastrophe passiert ist. Ministerin Binz wird zu dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung einiges sagen. Ministerin Schmidt wird zur Unterstützung der Wirtschaft und dem Wiederaufbau Ausführungen machen und der Verkehrsinfrastruktur. Vorgestern, am 8. Mai, war der Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Wir haben fast 77 Jahre in einem friedlichen Europa gelebt. Und jetzt erschüttern uns seit dem 24. Februar jeden Tag aufs Neue Nachrichten über den Krieg aus der Ukraine. Auch an dieser Stelle sage ich, meine Landesregierung und ich als Ministerpräsidentin, wir verurteilen diesen russischen Angriffskrieg und die verübten Kriegsverbrechen aufs Allerschärfste. Und wir sind auch der Bundesregierung und dem Bundeskanzler dankbar für ihren ausgewogenen Kurs. Die deutsche Politik ist mit Partnern auf der europäischen Ebene, in der NATO, in G7 sehr, sehr eng abgestimmt. Und das ist auch richtig so. In Deutschland und bei uns in Rheinland-Pfalz haben wir wieder einmal eine riesige Solidarität und Hilfsbereitschaft erfahren und tun das immer noch. Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. Und darauf bin ich als Ministerpräsidentin wirklich auch sehr, sehr stolz. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Bürgern und bei den Bürgerinnen. Die Landesregierung hat die Aufgabe, die Aufnahme und Versorgung der Kriegsflüchtlinge gut zu organisieren, sehr schnell angenommen. Und wir haben vor allem auch die Kommunen sehr schnell mit Geld zugesichert. Wir haben 50 Millionen Euro in einem ersten Sofortprogramm zur Verfügung gestellt, 20 davon für unsere Kommunen. Denn sie leisten viel und sie sollten von Anfang an wissen, dass es nicht am Ende an Geldproblemen hapern sollte. Letzte Woche haben wir uns dann mit den kommunalen Spitzenverbänden verständigt auf eine Verteilung von dem Geld, was zusätzlich vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Ich bin auch ganz sicher, dass wir mit unserem Angebot den Kommunen 64 Millionen Euro plus die 20 bereits bezahlten, also 84 Millionen Euro zusätzlich zu gewähren. Ich glaube, das ist auch ein faires Angebot gewesen und die Kommunen haben uns das auch wiedergespiegelt. Die meisten Geflüchteten sind Frauen und Kinder. Ich bin sehr froh, wie engagiert das Bildungsministerium zusammen mit den Schulen die Integration in unseren Schulen vorantreiben. 6.896 Schüler und Schülerinnen sind inzwischen in unseren Schulen. 70 Lehrer und Lehrerinnen aus der Ukraine konnten angestellt werden. 51 Menschen, die nicht aus der Ukraine sind, aber Russisch und Deutsch sprechen, sind als Sprachförderlehrer in unseren Schulen. Und auch die Kitas leisten eine unglaubliche Integrationsleistung.
bei der möglichen Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt arbeitet das Wirtschafts- und das Arbeitsministerium sowie die Kammern mit der Bundesagentur für Arbeit sehr, sehr eng zusammen, ebenso mit dem Integrationsministerium. Und zur Integration wird ohnehin Katharina Binz einige Ausführungen machen, ebenso wie Frau Schmidt zu der Wirtschaft. Ich will an der Stelle wirklich noch mal ein ganz großes Dankeschön sagen an die Lehrer und Lehrerinnen und die Erzieher und Erzieherinnen, weil ich sage jetzt mal fast 7.000 Schüler und Schülerinnen in unseren Schulen, das ist jetzt auch nicht wenig. Und auch die Schüler, die Kinder, die in den Kitas ankommen, auch die werden sehr, sehr gut unterstützt und betreut. Also vielen herzlichen Dank auch dafür. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch andauern wird und welche Auswirkungen dies noch auf uns in Europa, in Deutschland, im Rheinland-Pfalz haben wird. Als politisch Verantwortliche werden meine Landesregierung und ich alles dafür tun, um die Auswirkungen im Land abzumildern. Meine sehr verehrten Herren und Damen, auch wenn wir heute eigentlich kaum mehr daran denken, aber Corona hat uns schon auch sehr stark beschäftigt in diesem ersten Jahr der Ampelkoalition. Es beschäftigt uns immer noch, aber die gute Nachricht ist, der Gipfel der Omikronwelle ist überschritten. Die Prognosen erlauben uns auch optimistisch auf diesen Sommer zu blicken. Ein kurzer Blick zurück, 2021. Wir haben eine beispiellose Impfkampagne aufgelegt, um die Bevölkerung zu schützen. Wir haben ganz viel getan, um die Auffrischungsimpfungen, vor allem bei den vulnerablen Gruppen, mit denen wir landesweit im September begonnen haben, wirklich auch zu schützen. Wir sind den niedergelassenen Ärzten, Ärztinnen sowie den Betriebsärzten sehr dankbar für ihren Beitrag beim schnellen Impfen. Und als Land haben wir in Windeseile 9 Impfzentren reaktiviert, bis zu 25 Krankenhausstandorte mobilisiert, 12 Impfbusse und mobile Teams bereitgestellt, um die Boosterimpfung schnellstmöglich für alle verfügbar zu machen. In den zahlreichen kommunalen Impfstellen und nach dem Jahreswechsel auch in den Apotheken und war es den Menschen Rheinland-Pfalz zusätzlich niedrigschwellig möglich, sich impfen zu lassen. Wir haben gemeinsam eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert und das kann man heute auf jeden Fall feststellen. Das Land hat zugleich bis zu Jahresende den Kommunen zugesagt, dass die Impfzentren finanziert werden. Wir erhalten damit belastbare Strukturen und treffen die nötigen Vorbereitungen für eine mögliche neue Welle im Herbst, die wir aber alle hoffen, dass sie nicht kommt. Meine sehr verehrten Herren und Damen, seit Beginn der Regierungsperiode müssen wir leider auch auf furchtbare Gewalttaten zurückblicken. Die brutalen Morde, zum einen an den Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein und an die beiden Polizeibeamten oder die Polizeibeamten und die Polizeibeamtin. Die beiden Taten waren schrecklich und sie haben unser Land auch wirklich zutiefst erschüttert. Was sich danach im Netz abspielte, sprengt für mich allerdings den Rahmen dessen, was ich mir habe jemals vorstellen können. Und wir haben uns ja schon an vieles, vieles inzwischen gewöhnen müssen, ohne es zu akzeptieren. Hass und Hetze im Netz nehmen immer weiter zu. Die digitale Verrohung beschleunigte sich dramatisch während der Corona-Pandemie und erreichte eine neue, furchtbare Dimension nach den beiden Gewalttaten. Die Landesregierung nimmt das nicht hin. Das Landeskriminalamt hat ganz schnell die Ermittlungsgruppe Hate Speech geschaffen. Diese Spezialisten und Spezialistinnen gehen schnell und konsequent gegen Hasspostings und weitere Straftaten im Zusammenhang mit den Gewalttaten vor. Allein im Zusammenhang mit dem Polizistenmord hat die Ermittlungsgruppe Hate Speech bis dato über 1.700 Meldungen bearbeitet, 536 hatten eine strafrechtliche Relevanz, 202 Hassposts konnten bislang identifiziert werden und es wurden 164 Strafanzeigen bis jetzt gefertigt. Seit Corona erleben viele Menschen, dass sehr viel herausfordernde Krisen gleichzeitig zu bewältigen sind. Das erleben wir auch. Und trotzdem haben wir gesagt, bei all der wichtigen Krisenbewältigung und des Krisenmanagements, was wir als Landesregierung gemeinsam stemmen, verfolgen wir ganz konsequent unsere Zukunftsthemen. Mit dem Haushalt 2022 haben wir dafür die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, damit Rheinland-Pfalz und wir alle in unseren unterschiedlichen Ressorts eben auch handlungsfähig sind. Diese Koalition ist mit dem Anspruch angetreten, den Weg in die klimaneutrale Zukunft entschlossen anzutreten. Was in der vom Hochwasser betroffenen Region geschehen ist, also Extremwetterlagen, aber auch unsere Wälder, auch andere Sachverhalte zeigen, dass es eigentlich 5 nach 12 ist, was das Thema Klimaschutz betrifft.
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zeigen uns, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mehr ist als ein rein klimapolitisches Ziel. Rheinland-Pfalz macht definitiv mehr Tempo im Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Grundvoraussetzung dafür war die Teilfortschreibung des LEP 4. Wir haben den auch öffentlich vorgestellt. Auch da sage ich noch mal, alles innerhalb eines Jahres war wirklich auch schnell, wenn man weiß, wie lange normalerweise eine LEP-Änderung dauert. Dort werden jetzt deutlich mehr Flächen für neue Windenergie und Freiflächenphotovoltaik Flächen ausgewiesen. Und das ist gut so. Auch dazu wird Frau Binz noch einiges sagen. Es ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir schneller werden können. Megathemen habe ich am Anfang angesprochen. Die Transformation ist sicherlich eines der Megathemen, also der umfassende Wandel in der Wirtschaft, in der Arbeit und der Gesellschaft. Und um die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen und Arbeitsplätze und damit eben auch unseres Wohlstandes. Wir haben den Prozess zur Schule der Zukunft gestartet. Auch das war ein Versprechen, als wir angetreten sind. Und auch hier danke ich engagierten Lehrer und Lehrerinnen. Und wir haben das Thema Zukunft der Schule, habe ich eben gesagt. Ich will beginnen mit dem Thema Technologie, weil neue Technologien uns neue Möglichkeiten eröffnen, unser Land nach vorne zu bringen. Und allem voran steht natürlich die Biotechnologie, weil sie gerade das Beispiel ist, an dem man ganz viel ablesen kann, aus dem sich aber auch neue Chancen entwickeln. Ich hätte genauso gut nennen können die KI, die ja ihre Schwerpunkte auch in unterschiedlichen Teilen unseres Landes hat, oder auch die Elektromobilität mit ihrer Batteriezellfabrik. Es gibt viele Beispiele, die wir fördern und unterstützen, voranbringen, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu erhalten. Statt in einem Jahrzehnt hat die Firma BioNTech in einem Jahr einen Impfstoff gegen Corona entwickelt. Der Erfolg gebührt den herausragenden Forschern und Forscherinnen. Möglich gemacht hat diesen Erfolg aber auch gezielte Forschungsförderung in unserem Land in den letzten Jahrzehnten. Dieses Momentum, das haben wir uns vorgenommen, wollen wir nutzen in diesem Land und wir tun das mit Hochdruck. Wir haben in der vergangenen Woche ja vorgestellt, wie erfolgreich die Vernetzung von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sein kann. Das außeruniversitäre Forschungszentrum Tronn hat mit der Beteiligung der Landesregierung einen Umsatz von gut 200 Millionen Euro erwirtschaftet. Und wir haben gemeinsam mit allen Gesellschaftern besprochen und beschlossen, dass diese 200 Millionen vollumfänglich in Forschung und Forschungsinfrastruktur im Biotechnologiebereich investiert wird. Das Ziel ist dabei, Spitzenforscher und Spitzenforscherinnen aus der ganzen Welt anzuziehen, aber auch Unternehmensansiedlungen und die Ausbildung junger Talente zu ermöglichen. Damit sichern wir auf der einen Seite den medizinischen Fortschritt, der unmittelbar den Patienten und Patientinnen dient. Und wir sichern dadurch natürlich auch zukunftssichere Arbeitsplätze. Die Landesregierung hat seit Beginn der Regierungsperiode finanzielle Impulse in Höhe von rund 10 Millionen Euro gesetzt zur Stärkung der Biotechnologie, aber an allen unseren Hochschulen in Rheinland-Pfalz. In den kommenden 10 Jahren wollen wir insgesamt 100 Millionen investieren. Und wir gehen davon aus, dass durch Bundes- und private Mittel diese Summe verdoppelt wird. Im Beirat für Biotechnologie bringen wir unter Leitung von Frau Dr. Nikolaus, der Landesleiterin von Böhringer, rund 20 hochkarätige Experten und Expertinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. In ihrer ganz unterschiedlichen Perspektive bringen sie sich ein, um weitere Impulse für den Ausbau des Biotechnologiestandortes Rheinland-Pfalz zu geben. Die Dynamik, die sich bereits im ersten Jahr der Regierungsperiode beim Biotechnologiestandort Rheinland-Pfalz entfaltet hat, freut mich außerordentlich. Ich bedanke mich dafür bei Clemens Hoch, unserem Wissenschafts- und Gesundheitsminister und allen Beteiligten für ihren enormen Einsatz. Auch was unsere Kommunen betrifft, haben wir uns viel vorgenommen. Sie wissen, dass wir das Versprechen zu Beginn meiner Amtszeit immer wieder auch fortgeführt haben und uns als Ampelkoalition in dieser Legislatur vorgenommen haben, die Kommunen weiter zu stärken. Wir haben zur Tilgung der kommunalen Altschulden mit der beschlossenen Verfassungsänderung einen historischen Meilenstein erreicht. Das war für uns wichtig. Wir haben uns enorm eingesetzt auf der Bundesebene dafür, dass der Bund sagt, er ist bereit, die Hälfte der Altschulden zu übernehmen. Aber genauso wichtig war es natürlich, dass wir als Land diesen Schritt gemeinsam tun.
Dafür danke ich ganz herzlich Doris Arnim, die ganz viel auch mit der Erarbeitung dieser Schritte zu tun hat. Und ich danke auch den Fraktionen, nicht nur der Ampel, sondern auch der FDP und der CDU, weil wir dadurch die Verfassungsänderung eben ermöglichen konnten. Nun hat der Bundesfinanzminister vor 2 Tagen öffentlich ja nochmal dargestellt, dass er im Thema Altschulden vorankommen möchte, sodass wir optimistisch sind, dass wir auch den 2. wichtigen Baustein, nämlich die Übernahme der Altschulden durch den Bund, die Hälfte, dass wir auch das schaffen werden. Und das wäre natürlich für unsere Kommunen nochmal eine doppelt gute Nachricht. Zur finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen wird auch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2023 beitragen. Heute haben wir im Kabinett den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Der Aufwuchs in dem neuen KFA soll 275 Millionen Euro betragen. Diese Vorlage geht jetzt erstmal in die Anhörung, auch mit den Kommunen. Und wir werden die Anhörung dann auswerten und uns dann erneut im September damit befassen. Ich will hier noch mal festhalten, dass diesen Aufwuchs mit eingerechnet wir seit 2013, meinem Amtsantritt, das Volumen um 88% gesteigert haben. Man kann auch sagen, um 1,8 Milliarden ist der kommunale Finanzausgleich, die Ausgleichsmasse angewachsen. Und ich denke, das ist schon ein Wort. Eine gute Zukunft bedeutet eine sichere Zukunft. Auch das gehört zu Rheinland-Pfalz, dass wir ein sicheres Bundesland sind. Die Zahl der Straftaten ist auf einem Tiefstand, die Aufklärungsquote auf einem Höchststand. Die Aufgabe der Landesregierung ist es, die Polizei für ihre guten Arbeitsbedingungen und ihre gute Arbeit genug qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen. Hier danke ich ganz herzlich unserem Innenminister Roger Lewins, der sich immer vor die Polizei stellt und sich für sie einsetzt. Wir setzen seit Jahren eine konsequente Einstellungspolitik um und haben im Oktober 2021 mit knapp 9.600 ausgebildeten Polizisten und Polizistinnen den höchsten Personalbestand in der Geschichte unseres Bundeslandes. Und durch weiter kontinuierlich hohe Einstellungszahlen werden wir 2024 als mehr als 10.000 Beschäftigte im Vollzugsdienst zählen können. Tarif- und Verwaltungskräfte entlasten die Einsatzkräfte. Auch hier haben wir in den letzten Jahren konsequent Personal eingestellt. Und im Haushalt 2022 hat die Landesregierung weitere 100 neue Stellen zur Entlastung der Schutz- und Kriminalpolizei von polizeifremden Aufgaben vorgesehen. Ja, und natürlich für neue Aufgaben, wie zum Beispiel die Bekämpfung der Cyberkriminalität, haben wir im Oktober einen neuen Weg in die Polizei Rheinland-Pfalz eröffnet. 16 Informatiker und Informatikerinnen haben eine einjährige Qualifizierung zu IT-Kriminalisten und IT-Kriminalistinnen an der Hochschule der Polizei begonnen, die dann IT-Systeme und Datenträger analysieren und selbst Fälle der Cyberkriminalität und andere Straftaten bearbeiten werden. Wir leben in einem Veränderungsjahrzehnt. Wir erleben das alle und auch gerade mit Blick auf neue Technologien. Ihr Einfluss auf die Arbeitswelt erfordert von sehr, sehr vielen Beschäftigten neue Schlüsselkompetenzen. Die Frage, wie geben wir Menschen Sicherheit im Wandel der Arbeitswelt in der Transformation, ist ein Thema, was uns als Landesregierung und mich als Ministerpräsidentin stark beschäftigt. Wir wollen, dass die Beschäftigten in unserem Land Gewinner der Transformation werden. Diesen Wandel zu gestalten, das tun wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit unseren Partnern, gerade heute wieder mit der LVU. Es gibt eine entsprechende Kooperationserklärung zur Gestaltung der Transformation mit den Sozialpartnern. Und ich danke dem Staatsminister Alexander Schweizer dafür, dass die Transformationsagentur im April an den Start gegangen ist. Sie hat die zentrale Aufgabe, Beschäftigte und Unternehmen konkrete Unterstützungsangebote und neue Schlüsselkompetenzen anzubieten. Und ich sage, die Agentur ist ein breit aufgestellter, ganz praxisbezogener Baustein in unserer Transformationspolitik. Sie wird beiden Seiten, den Beschäftigten wie den Unternehmen, gewinnbringend zur Seite stehen. Und das wurde auch heute in unserem Gespräch noch einmal bestätigt. Meine sehr verehrten Herren und Damen, die Corona-Pandemie hat eine gewisse Dynamik in die Digitalisierung gebracht. Das wissen Sie alle so gut wie ich. Ich will noch mal kurz einen Blick auf die Schulen werfen. Sie haben oft über Digitalpakte gesprochen. Der Digitalpakt 1 und 2, die sind alle abgearbeitet und alle verausgabt. Digitalpakt 3,
Das ist der, weil er mit Infrastruktur und WLAN zu tun hat. Von den knapp 240 Millionen sind 200 Millionen inzwischen in Antragsverfahren. Für bedürftige Schüler und Schülerinnen haben wir gemeinsam mit den Schulträgern bisher rund 90.000 Endgeräte bereitgestellt. Für das kommende Schuljahr werden die, die an der Lernmittelfreiheit teilnehmen, über diesen Weg ein Gerät unentgeltlich ausleihen können. Das heißt, wir haben dann das reguläre Verfahren, was wir früher für Bücher hatten, dann endgültig jetzt eben auch für die digitalen Geräte. Und beim WLAN-Ausbau, wo wir als Land die zuständigen Schulträger massiv unterstützen, sind wir inzwischen bei 97% aller Schulen, die WLAN anbieten. Und wir sind zuversichtlich, dass Ende des Schuljahres tatsächlich dann auch grundsätzlich alle Schulen vollständig WLAN-Ausleuchtung in ihren Unterrichtsräumen haben. Mit den Veränderungen der Berufe verändert sich natürlich auch die Anforderungen an unsere berufsbildenden Schulen. Deshalb freue ich mich auch, dass inzwischen 12 rheinland-pfälzische berufsbildende Schulen auf den Weg sich gemacht haben, um digitale berufsbildende Lernzentren zu werden und damit Vorreiter für die anderen Schulen. Meine sehr verehrten Herren und Damen, nach wie vor ist die Digitalisierung ein treibender Faktor in der Veränderung in unserer Gesellschaft. Deshalb war es auch wichtig, die Hochschulen entsprechend zu unterstützen. Wir haben seit Mai insgesamt 28 Millionen an unsere Hochschulen gegeben, um sich besser und weiter zu digitalisieren, um Lehr-Lernlabore zu entwickeln, um Lehramtsstudierenden wirklich auch andere Bedingungen zu geben und auch die Studierendenverwaltung für unsere Studis zu digitalisieren und damit die Services leicht zu erleichtern. Damit verbessern wir die Bedingungen für Forschende, für Lehrende und Studierende, und wir tun das nachhaltig. Teilhabe auch der Älteren war in einer Welt der Digitalisierung für uns auch immer ein Riesenthema. Deshalb ist es mir nochmal wichtig, dass wir inzwischen in allen 36 Kommunen tatsächlich ehrenamtliche Digitalbotschafter und Botschafterinnen haben, die auch während der Pandemie gearbeitet haben, aber jetzt nach der Pandemie wirklich wieder Treffs organisieren, Altenpflegeeinrichtungen besuchen und, um alten, älteren Menschen ganz praktische Unterstützung zu geben, mit dem Ziel, dass sie eben auch teilhaben können über die digitale Welt. Digitalisierung hat auch längst beim Ehrenamt Einzug gehalten. Wir haben im Mai 2021 das Projekt Digital in die Zukunft gestartet. Das heißt, alle bewährten Angebote im Ehrenamt, die Sie kennen, sind inzwischen digital verfügbar. Das heißt, Online-Fortbildungen für die Vereine, digitale Werkzeuge für die Vereine, aber auch der digitale Austausch und entsprechende Ehrungen. An bis zu 15 Standorten in ganz Rheinland-Pfalz bauen wir ein regionales Fortbildungs- und Verleihsystem auf, sodass man vor Ort als Verein oder als Ehrenamtler sich auch kostenlos Tablets, Videokameras, Equipment und so weiter ausleihen kann. Unser Antrieb ist für ganz, ganz vieles, dass wir für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen die allerbesten Voraussetzungen in unserem Land schaffen. Dafür haben wir auch eine große Verantwortung, den Kindern die besten Bedingungen zu geben. Das heißt auch einen guten Start und eine gute Entwicklung in unseren Kitas und unseren Schulen. Rheinland-Pfalz ist Kita-Land. Die Gebührenfreiheit geht bei uns aufgrund der Gebührenfreiheit geht bei uns fast jedes Kind ab dem dritten Jahr in eine Kita. Insgesamt besuchen rund 167.000 Kinder die Kita in rund 2.600 Kindertagesstätten. Am 1. Juli 2021 ist eines der modernsten Kita-Gesetze im Bundesgebiet in Kraft getreten. Mit dem Gesetz ermöglichen wir, dass von Andernach bis Zweibrücken gleich gute Bedingungen zur Betreuung für unsere Kinder und die frühkindliche Bildung geschaffen werden können. Natürlich ist das Thema Fachkräfte ein Riesenthema, auch in diesem Bereich. Wir brauchen gut ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen, und wir brauchen vor allem auch immer mehr. Wir haben deshalb unsere Ausbildungskapazitäten erweitert. Zurzeit sind 5.650 Männer und Frauen in Ausbildung für den Erzieher- und Erzieherinnenberuf. Wir haben berufsbegleitende Ausbildung verstärkt, und wir werden Ende des Jahres noch mal eine massive Fachkräftekampagne dafür werben, in einer Kampagne noch mehr gute Fachkräfte für unsere Kinder zu gewinnen. In unseren Schulen sind wir stolz auf die kleinen Klassen in den Grundschulen, im Ländervergleich ganz vorn. Und wir sind stolz auf die sehr gute Unterrichtsversorgung. Wir investieren 2,5 Milliarden Euro pro Jahr in unsere Schulen. Und ich danke Stefanie Hubig, die unsere Bildungsministerin, die all diese Projekte voranbringt. Vor allem jetzt auch das Thema Schule der Zukunft.
Wir haben in diesem Jahr 2022 stehen 7 Millionen Euro zur Verfügung für die Zukunft der Schule. Wir haben schon ganz viele Schritte sind wir gegangen. Es sollte ein umfassender Beteiligungsprozess sein für die Schule der Zukunft. 3.600 Personen haben bereits ihre Ideen, Vorstellungen für Schule der Zukunft digital eingebracht. Und danach waren bei analogen Veranstaltungen mehr als 700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Schulen mit dabei und haben Themen wie Nachhaltigkeit, Chancengleichheit, Inklusion, Digitalisierung und Demokratiebildung diskutiert. Zum kommenden Schuljahr werden die ersten als Schule der Zukunft, also die ersten Schulen als Schule der Zukunft an den Start gehen. Das Netz der Schulen der Zukunft wird dann stetig weiter ausgebaut. Die Schule der Zukunft soll dann die ganz normale Realität werden. Zukunft gestalten in Krisenzeiten. Wir reden hier im Zeitraffer, auch wenn es für Sie echt viel Stoff ist. Und es geht noch weiter. Die Ampelregierung hat wahnsinnig viel gearbeitet. Und auch in anderen Bereichen, die ich jetzt, ich vertrete ja hier auch die Kollegen und Kolleginnen aus den SPD-Ressorts, ich natürlich nicht alles nennen kann, will ich zum Abschluss noch ein Beispiel nehmen, nämlich den Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz. Er hat auch getagt, es soll die Ideenschmiede werden, für die Nachhaltigkeitsgedanken in unserer Gesellschaft zu verankern. Wir werden ganz sicher von deren Arbeit auch profitieren können. Was am Schluss für eine Ministerpräsidentin vielleicht dann auch mindestens genauso wichtig ist als alle inhaltlichen Projekte, ist, dass diese Koalition entschlossen und sehr vertrauensvoll miteinander gearbeitet hat und zusammensteht. Und ich bin sehr zuversichtlich und freue mich auf das nächste Ampeljahr, in dem wir ja all die Projekte, die wir angestoßen haben, auf den Weg gebracht haben, weiter gemeinsam mit Leben füllen werden. Vielen Dank. Binz, die Ministerin unter anderem für Integration und Familie, wird jetzt die Arbeit der grünen Häuser vorstellen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen heute. Und auch mir fällt es schwer, ein ganzes Jahr und zumal noch ein so vollgepacktes Jahr, in dem so viele Dinge passiert sind, kurz zusammenzufassen. Aber ich will es dennoch versuchen und auch direkt den Ball aufnehmen, den die Ministerpräsidentin bereits gespielt hat, nämlich dass das letzte Jahr wahrlich unter dem Eindruck von 3 Krisen gestanden hat, die zeitgleich hintereinander uns sehr, sehr beschäftigt haben und nach wie vor sehr, sehr beschäftigen und auch wirklich sehr, sehr fordern. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich darum, und das will ich auch gleich darstellen für die grünen Häuser der Landesregierung, dass wir natürlich auch nach vorne gerichtet arbeiten, dass wir natürlich die zukunftsweisenden Projekte des Koalitionsvertrags angegangen sind, angestoßen haben, umgesetzt haben, um zum Beispiel auch Krisen von morgen, wenn wir beispielsweise über das Thema Klimawandel sprechen, natürlich auch abzuwenden und im Prinzip auch einfach schon vorzusorgen. Ich will aber erstmal anfangen, tatsächlich mit dem, was vor allen Dingen mein Ministerium zurzeit am stärksten fordert. Das sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Und das ist natürlich vor allen Dingen hier das Thema Fluchtaufnahme. Seit Beginn des Krieges haben 5,8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Eine ganz, ganz große Zahl von ihnen ist in den Nachbarländern untergekommen, aber eben auch ganz viele. Und es kommen immer weitere Menschen auch. Und wir wissen ja auch nicht, wie dieser Krieg sich weiterentwickelt. Es kommen auch immer mehr Menschen nach Deutschland und dementsprechend natürlich auch nach Rheinland-Pfalz. Wir haben seit Beginn des Krieges fast 35.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, davon ein gutes Drittel Kinder und Jugendliche. Und wir können alle feststellen, dass die Hilfsbereitschaft im Land riesengroß ist. Und hier möchte ich mich auch einfach mal ganz, ganz herzlich bedanken an alle, die sich in den letzten Wochen wirklich so engagiert eingebracht haben und Menschen aus der Ukraine geholfen haben, gespendet haben, ja, sie auch untergebracht haben. Dieser Dank gilt aber natürlich eben auch allen Mitarbeitenden, die in den entsprechenden Bereichen arbeiten, sei es bei der ADD, sei es in unseren Aufnahmeeinrichtungen des Landes, aber eben auch natürlich bei den Kommunen, wozu ich gleich auch noch mal komme. Aber ich will erstmal noch mal auf die Landesaufnahme gehen, denn hier war es für uns ganz von Anfang an, ganz zu Beginn des Krieges, wichtig, möglichst schnell, möglichst gut die Kapazitäten in unseren Aufnahmeeinrichtungen des Landes auch aufzubauen. Und so ist es uns tatsächlich dann auch gelungen,
wie wir es uns vorgenommen haben, innerhalb weniger Wochen die Aufnahmekapazität, die belegbare Aufnahmekapazität in den Aufnahmeeinrichtungen mehr als zu verdoppeln. Und das ist auch wichtig, weil wir auch durchaus notwendige Puffer brauchen, um eben auch kurzfristig Menschen aufnehmen zu können. Aber Sie wissen alle, dass vor allen Dingen auch die Kommunen vor einer ganz, ganz großen Herausforderung stehen, was die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine angeht. Und deswegen war es uns auch ganz wichtig, von Anfang an eine ganz enge Zusammenarbeit, einen Schulterschluss mit den Kommunen zu machen und diese Aufnahme auch als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen und alles dafür zu tun, dass wir von Landesseite die Kommunen möglichst gut dabei unterstützen können, diese Herausforderung anzugehen. Das tun wir dadurch, dass wir sie natürlich von Seiten des Ministeriums einfach sehr, sehr gut unterstützen mit den entsprechenden Informationen, mit Beratung, was wir Ihnen sozusagen alles zur Verfügung stellen können. Das tun wir damit, dass wir uns auf Bundesebene auch eingesetzt haben und dann eben auch sehr, sehr erfolgreich dafür eingesetzt haben, dass es jetzt so sein wird, dass zum 1. Juni der Spurwechsel dann auch vollzogen werden kann, also dass die Geflüchteten aus der Ukraine dann ins SGB II überwechseln, was für unsere Kommunen eben auch eine große Erleichterung ist. Und das bedeutet eben auch, und die Ministerpräsidentin hat es eben ausgeführt, dass wir die Kommunen natürlich auch finanziell bestmöglich unterstützen mit den 20 Millionen, die wir ganz zu Beginn bereits zur Verfügung gestellt haben, aber jetzt eben nochmal mit den zusätzlichen 64 Millionen Euro mit der Aufteilung von einem Drittel, zwei Drittel zugunsten der Kommunen des Bundesgeldes. Und dieses Geld werden wir eben nicht, wie wir das sonst gemacht haben, nach der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Landkreise und kreisfreien Städte verteilen, sondern tatsächlich errechnet nach der wirklich erfolgten Aufnahme von Menschen aus der Ukraine, errechnet zu zwei Stichtagen. Genau. Wir haben aber natürlich auch viele weitere Maßnahmen in den letzten Wochen gestartet, um integrationsfördernd auch für Menschen aus der Ukraine zu wirken. Zum einen haben wir eine Hotline eingerichtet, an die sich sowohl Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, aber eben auch Menschen aus der Ukraine wenden können. Es gibt nämlich auch ein ukrainischsprachiges Angebot bei dieser Hotline zu allen Fragen, die anfallen in diesem ganzen Bereich. Und diese Hotline wird wirklich sehr, sehr gut angenommen und bietet uns natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, einfach neue Themen direkt mitzubekommen und dann auch entsprechend aufzugreifen und zu bearbeiten. Wir haben zudem die Förderung der Migrationsfachdienste, die wir ja im Land flächendeckend haben, um 375.000 Euro angehoben, damit hier eben auch Geflüchtete, Ukrainerinnen, aber eben auch andere Geflüchtete gut beraten werden können, beispielsweise zu Fragen der Unterbringung, des Aufenthaltsrechts, der Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit, alle Themen aller Lebensbereiche. Wir haben ein neues Förderprogramm Begegnungsräume aufgelegt, was insbesondere für geflüchtete Familien und ihren Kindern einen besseren Zugang zu Bildungs- und Beratungsangeboten der Familienbildung sicherstellen soll und was eben dazu führen soll, dass die Familienbildungsstätten überall in den Landkreisen auch Angebote machen können für geflüchtete Familien. Hier soll es eben um offene Treffs gehen, aber eben auch Angebote der Familienbildung, Begleitung bei Behördengängen, Freizeitaktivitäten, aber auch Koordination von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Dazu stellen wir noch mal 410.000 Euro an zusätzlichen Landesmitteln bereit. Und wir fördern jetzt auch noch zusätzlich mit 150.000 Euro ein niedrigschwelliges Sprachangebot, nämlich unsere sogenannten Sprachtreffs, wo sich sozusagen unter der Schwelle eines Sprachkurses trotzdem Menschen treffen können, ehrenamtlich angeleitet werden, um dort in einem ja etwas informelleren Rahmen, lockeren Rahmen auch ohne Lern- und Prüfungsdruck in deutscher Sprache austauschen zu können, Kontakte knüpfen zu können und ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. Dieses Thema Sprache ist ja sowieso ein großer Schwerpunkt der Integrationspolitik des Integrationsministeriums und auch das bauen und haben wir ausgebaut. Wir haben bereits seit Februar, März Sprachmittler
Rentnerpools im Land aufgebaut, die sich eben sehr darum bemühen, dass wir auch die Zahl von ukrainischsprachigen Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern erhöhen können. Unabhängig von dem Zuzug auch von Menschen aus der Ukraine werden wir natürlich auch weiterhin die Sprachmittlungsangebote im Land weiter ausbauen, professionalisieren. Hier haben wir die Konzepte erstellt für ein Haus der Sprachmittlung, was wir jetzt nach dem Haushaltsbeschluss auch in die Umsetzung bringen können. Und natürlich laufen auch unsere landesgeförderten Sprachkurse weiter, beziehungsweise waren natürlich auch im letzten Jahr ganz stark nachgefragt. Ja, die zweite Krise, die uns beschäftigt hat, ist natürlich nach wie vor die Corona-Pandemie. Hier waren vor allen Dingen Kinder, Jugendliche, Familien in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark belastet. Und dass die zwei Ziele des letzten Jahres waren zum einen natürlich nach wie vor die Absicherung der Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien und andererseits natürlich Entlastung von den Entbehrungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Das heißt, wir haben einerseits immer wieder dafür gearbeitet, darauf geachtet, auch in guter Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dass die Hilfesysteme für Kinder, Jugendliche, Familien in der Pandemie gehalten haben und auch weiterarbeiten konnten. Denn es war eben ganz wichtig, dass möglichst viel an Angeboten auch für Kinder und Jugendliche weiter offen gehalten werden konnte. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch die Institutionen, die Einrichtungen, die Verbände finanziell entsprechend abgesichert. Wir haben dann außerdem mit dem Programm Familienferien zu Hause während der Pandemie 350.000 Euro zur Verfügung gestellt für eine schöne Urlaubszeit, schöne Ferienaktionen in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien. Wir haben ab dem Sommer die Förderung für die kommunale und verbandliche Jugendarbeit stark erhöht, sodass wir dort auch die Tagessätze für die Ferienfreizeiten anheben konnten, auch um gezielt Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, aber auch Jugendliche mit Behinderung und junge Menschen, die erwerbslos sind, zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, dass sie sich eben auch an diesen Ferienfreizeiten beteiligen können. Und hier sprechen die Zahlen, glaube ich, ganz gut für sich. Alleine von Sommer 2021 bis Ende Januar 2022 konnten in über 3.400 Maßnahmen fast 74.000 junge Menschen erreicht werden. Und zusätzlich haben wir eben auch noch für Familien, die eben auch einen schmalen Geldbeutel haben, mit Landesmitteln Familienurlaube in Jugendherbergen, in Familienferienstätten sowie in Winzern und Bauernhöfen gefördert. Auch die Kultur war sehr stark betroffen oder ist nach wie vor betroffen, auch von der Pandemie. Und auch hier war es natürlich im letzten Jahr die große Herausforderung, einerseits die Kultur gut durch die Pandemie durchzubegleiten, zu unterstützen, auch zu stützen, wo das nötig war, und andererseits auch den Weg aus der Pandemie raus zu begleiten und zu organisieren. Wir konnten da sehr gut auf das schon bestehende Landesprogramm im Fokus, 6 Punkte für die Kultur, aufbauen. Hier ist auch die Bilanz sehr, sehr positiv. Es konnten über 4.000 Anträge im Rahmen dieses Programms bewilligt und ausgezahlt werden. Aber wir haben die Programme auch im letzten Jahr noch erweitert, um weitere Programme, um weitere Teile unserer Kulturszene auch zu unterstützen. Wir haben einerseits ein neues Vereinsprogramm aufgelegt, mit dem wir Kulturvereine dabei unterstützen, neue Mitglieder zu werben, ihre Vereinsstrukturen zu modernisieren, auch in die Digitalisierung zu gehen. Auch dieses Programm ist sehr erfolgreich gelaufen und konnte jetzt in eine zweite Runde gehen. Und wir haben beispielsweise auch eine Gastspielförderung für die freien Theater aufgelegt, damit auch hier die Kosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, aufgefangen worden sind. Ja, die Flutkatastrophe im Ahrtal ist ein Ereignis, das Rheinland-Pfalz noch ganz, ganz lange prägen wird. Und die Herausforderung, die diese Katastrophe mit sich gebracht hat, mit sich bringt, ist beispiellos. Denn innerhalb von kürzester Zeit musste der Wiederaufbau beginnen und wurde er auch
angepackt. Das Klimaschutzministerium hat sich hier von Anfang an mit Hochdruck darum gekümmert, die Schäden zu erfassen, die Trinkwasserversorgung wieder aufzubauen. Die zerstörten Abwassersysteme samt Kläranlagen mussten repariert oder neu errichtet werden und Berge von Müll mussten beseitigt werden, beziehungsweise es mussten Konzepte erstellt werden, wie die Abfälle entsorgt werden konnten. Alleine im Kreis Ahrweiler waren dies 350.000 Tonnen Abfälle und Treibgut, für die es eine Lösung brauchte. Zudem mussten Zwischenlösungen für die stark beschädigte Energie- und Wärmeversorgung gefunden werden, wobei die Landesenergieagentur immer ein kompetenter Partner für die Kommunen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die Betroffenen vor Ort ist und war. An eine klimafreundliche Zukunft, ein klimafreundlicher Wiederaufbau ist natürlich auch das Thema, was mitgedacht wird. Beispielsweise ist hier zu erwähnen Marienthal an der Ahr. Hier soll ein Nahwärmenetz mit Sonne und Holz für eine künftige Wärmeversorgung sorgen. Und dieses Wärmenetz wird vom Klimaschutzministerium mit 680.000 Euro gefördert. Weitere Netze sind mit Unterstützung des Ministeriums in Planung. Weitere Schritte auf dem Weg zum Wiederaufbau des Klimaschutzministeriums waren Schadstoffanalysen für Wasser und Böden, die auf den Weg gebracht wurden. Und natürlich steht auch der Wiederaufbau von ganz vielen Kilometern Schieneninfrastruktur an und wird in die Wege geleitet. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass das Überschwemmungsgebiet der A in einem wirklichen Krafttakt innerhalb von wenigen Wochen neu abgegrenzt wurde, um möglichst ganz schnell Klarheit auch zu schaffen über die Möglichkeiten zum Wiederaufbau. All das war und ist nach wie vor eine Mammutaufgabe. Und die nächsten Schritte, die anstehen, liegen vor allen Dingen im Bereich der Hochwasservorsorge. Hier arbeitet das Klimaschutzministerium eng mit den Kommunen zusammen, um zukünftig die Folgen eines Extremwetterereignisses so weit wie möglich abzumildern. Im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft A wurde daher die Erstellung eines Hochwasserschutz- und Hochwasservorsorgekonzeptes auf das Gleis gesetzt, an dem zurzeit intensiv gearbeitet wird. Die Ressorts engagieren sich ja alle im Ahrtal. Auch das Familien- und Integrationsministerium hat sich natürlich hier engagiert, vor allen Dingen für den Wiederaufbau von Angeboten der Infrastruktur für Kinder und Familien, aber eben natürlich auch für beschädigte Kultureinrichtungen und für das Wiedererblühen auch der Kultur in diesem Jahr im Ahrtal. Das Ausmaß dieser Katastrophe im Ahrtal ist natürlich einmalig, beispiellos, aber wir dürfen dabei eben nicht aus den Augen verlieren, dass diese Katastrophe auch ein Vorbote dafür sein kann, was uns eben eine ungebremste Klimakrise, der wir nicht etwas entgegensetzen, was uns dort viel häufiger drohen würde. Und deshalb ist natürlich auch der Regierungsschwerpunkt klimaneutrales Rheinland-Pfalz so entscheidend. Rheinland-Pfalz hat sich hier sehr, sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Land will zwischen 2035 und 2040 klimaneutral werden. Und ein solches Ziel ist natürlich nur dann zu erreichen, wenn es viele Schultern tragen. Und viele Schritte sind zu erreichen dieses Ziels seit dem Regierungsantritt im Mai letzten Jahres bereits gegangen worden. Zum einen wurde, um den Komplex zu steuern, im Sommer 2021 eine Lenkungsgruppe und eine Projektgruppe Klimaneutrales Rheinland-Pfalz etabliert. Die Landesregierung will ja Schrittmacher sein bei dem Weg in die Klimaneutralität. Deswegen gehört natürlich das Thema klimaneutrale Landesverwaltung auch zu einem prioritären Projekt. Anfang 2022 wurde die CO2-Startbilanz der Landesverwaltung vorgelegt. Hier soll jetzt weiter gearbeitet werden, welche Schritte zur Klimaneutralität weiter gegangen werden. Ein Vorreiter innerhalb der Landesverwaltung ist Landesforsten. Landesforsten hat sich zum Ziel gesetzt, die bilanzielle Klimaneutralität bereits bis 2025 zu erreichen und geht dabei sehr, sehr viele auch innovative Schritte. Klimaneutralität für Rheinland-Pfalz ist natürlich nur Hand in Hand mit den Kommunen möglich. Deshalb wird ein Meilenstein natürlich der kommunale Klimapakt sein, der aktuell mit den Kommunen verhandelt wird. Und parallel, das wissen Sie, wird dazu ressortübergreifend ein kommunales Investitionsprogramm für den Klimaschutz erarbeitet. Ein weiterer großer Schritt war auch das Solargesetz.
des Landtages, das für Gewerbeneubauten und neue gewerbliche genutzte Parkplätze den Bau von Photovoltaikanlagen verpflichtend vorschreibt und auch ganz wichtig als Schlüsseltechnologie auf dem Weg zu mehr Klimaschutz muss natürlich auch der Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff als Energieträger, Energiespeicher und Rohstoff gesehen werden. Das Klimaschutzministerium unter Katrin Eder hat daher in Absprache mit anderen Ministerien eine Wasserstoffstudie in Auftrag gegeben, um eine Wasserstoffstrategie des Landes zu entwickeln. Das große Ziel dabei, Rheinland-Pfalz soll zu einer Modellregion für klimaneutralen Wasserstoff weiterentwickelt werden, um hier eben auch nochmal die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. Nicht zuletzt hat uns jetzt auch der Ukraine-Krieg gezeigt, dass wir eben ganz dringend den konsequenten Umstieg von den fossilen Energien auf die erneuerbaren Energien brauchen. Und auch hier hat ja Rheinland-Pfalz ein ganz ehrgeiziges Ausbauziel von 100% Erneuerbare bis 2030. Und da, die Ministerpräsidentin hat es eben schon erwähnt, ist natürlich die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans jetzt der ganz kräftige Rückenwind, den wir brauchen für den Ausbau der Erneuerbaren in den Städten und in den Gemeinden. Und hier wird auch die Landesenergieagentur, ganz insbesondere das Instrument der Solidarpakte vor Ort im Rahmen des Kommunalen Klimapaktes unterstützen, um die Akzeptanz für den Ausbau auch in der Bevölkerung noch zu steigern. Ein weiteres Instrument ist auch ganz essentiell, das ist die neue Förderrichtlinie Wasserwirtschaft des Umweltministeriums. Hier fließen jährlich 100 bis 110 Millionen Euro in die Kommunen, um beispielsweise Projekte im Bereich kritische Infrastruktur oder Wasserrückhaltemaßnahmen zu unterstützen. Es zeigt also, trotz der großen Krisen im Jetzt haben wir die Zukunft nicht aus den Augen verloren, auch in diesem wirklich sehr, sehr schwierigen Jahr. Und natürlich wird es auch in den nächsten Jahren weiter darum gehen, dieses Thema auch an anderer Stelle umzusetzen, beispielsweise im ÖPNV, wo sehr, sehr viel investiert wird in den nächsten Jahren im Rahmen von 587 Millionen Euro, davon 142 Millionen Euro aus Landesmitteln und kommunalen Mitteln. Ja, ich habe es schon gesagt, diese Krisen haben uns alle sehr, sehr gefordert. Nichtsdestotrotz ist der Blick nach vorne gerichtet. Auch ich möchte mich an der Stelle wirklich ganz herzlich bedanken für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit, für das sehr, sehr gute Zusammenwirken in der Koalition und freue mich auf die nächsten Jahre gemeinsames Regierens in der Ampel. Vielen Dank, Ministerin Katharina Binz, und wir sind gespannt, was Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt zu den Projekten der gelben Häuser sagen wird. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Medienvertreter, ja, ich möchte gerne aus der Perspektive der Freien Demokraten auch Bilanz ziehen. Und ich glaube, der Bericht der Ministerpräsidentin und Kollegin Binz zeigen, wir haben vieles angepackt, wir haben Krisen gemanagt und gleichzeitig uns ganz engagiert auch den Zukunftsthemen gewidmet. Und genau darauf haben wir uns auch im letzten Jahr beim Abschluss des Koalitionsvertrages verständigt, nämlich Rheinland-Pfalz zukunftsfähig zu gestalten. Und seitdem, das hat die Ministerpräsidentin ausgeführt, hat sich unsere Welt im Kleinen wie im Großen ganz extrem verändert. Ich denke einerseits an die Corona-Pandemie, die furchtbare Flutkatastrophe an der Ahr und an den für uns alle unvorstellbaren, brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine. Ein Satz aus unserem Zukunftsvertrag, aus dem Koalitionsvertrag, auch wenn wir diese Entwicklung damals nicht im Sinn hatten, hat sich aber umso mehr bewahrheitet. Wir müssen uns wandeln, um zu bewahren, was unser Rheinland-Pfalz so lebens- und liebenswert macht. Was das genau bedeutet, durften wir gerade in diesen herausfordernden Situationen erleben. Rheinland-Pfalz lebt von einem unglaublichen Zusammenhalt und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Binnen Stunden waren unzählige freiwillige Helfer an der A. Landwirte haben auf ihren Höfen alles stehen und liegen gelassen und sind mit schwerem Gerät angerückt. Handwerker, deren eigene Betriebe zerstört waren, haben mit Werkzeugen und Fahrzeugen mitgeholfen und angepackt. Winzerinnen und Winzer aus anderen Weinbauregionen haben auch die Arbeit hinten angestellt, sich neu organisiert und sind an die A und haben bei der Lese geholfen. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBM, der Straßenmeistereien,
zum Teil auch häufig selbst betroffen, haben mit größtem Engagement Straßen und Brücken gesichert, während teilweise der eigene Keller noch mit Wasser vollstand. Und als wir unser Team zusammengestellt haben für das neu errichtete LBM-Projektbüro Wiederaufbau in Sinzig, hatten die Ingenieurinnen und Ingenieure keine Angst vor dieser Mammutaufgabe. Ganz im Gegenteil, sie hatten ganz, ganz große Motivation und haben gesagt, wir wollen anpacken, wir wollen schnell und effizient den Wiederaufbau gestalten. Wir haben die Infrastruktur angepackt. Zunächst ging es darum, die Ortschaften wieder zu erreichen. Das haben wir nach 6 Wochen geschafft. Und dann geht es nach und nach mit dem Projektbüro darum, den Wiederaufbau mittel- und langfristig zu gestalten. Und auch hier denken wir zukunftsfähig und zukunftsstark. Wir denken die digitale Infrastruktur gleich mit. Wir denken das Thema Radwegebau gleich mit und gestalten die Infrastruktur im Ahrtal für die Zukunft neu. Und auch der Wiederaufbau der Betriebe läuft. Wir haben die Beratungen gemeinsam auch nochmal mit den Kammern, den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern nochmal verstärkt. Wir haben einen ganz engen Dialog mit den betroffenen Betrieben und unterstützen bei der Antragstellung, die auch sehr zügig auch jetzt läuft. Ein Thema möchte ich noch mal explizit ansprechen. Auch die Zukunft des Tourismus im Ahrtal haben wir ganz explizit mit großer Beteiligung aller verantwortlichen Akteure vor Ort aufgegriffen. Wir haben gesagt, es ist auch eine Chance, den Tourismus im Ahrtal neu zu gestalten, neu aufzubauen. Und wir haben uns bereits zu 2 großen Veranstaltungen getroffen, wo wir mit den Verantwortlichen vor Ort auch noch mal drüber nachdenken, wie sieht der Tourismus der Zukunft dort aus? Wie kann er sich nachhaltig gestalten? Wie nutzen wir das ganze Tal? Wie nutzen wir auch die Höhenlagen? Und wie schauen wir, dass wir auch die Themen beispielsweise Wein, Aktivität, Kultur und Natur vor Ort verbinden? Dafür stellen wir seitens der Landesregierung 1 Million Euro der Region zur Verfügung. Und meine Damen und Herren, in unserer Wirtschaft spüre ich auch in diesen herausfordernden Zeiten einen wahnsinnigen Aufbruch und eine unglaubliche Innovationsfreude. Ich will es noch mal an dem Thema der Corona-Pandemie festmachen. In dieser Zeit mussten sich ganze Branchen neu erfinden und gerade auch viele kleine Betriebe mussten ihr Geschäftsmodell in kürzester Zeit digitalisieren. Und allein hier hat unser Förderprogramm DigiBoost Gesamtinvestitionen von fast 100 Millionen Euro in die digitale Zukunft ausgelöst. Einzelhändler, Gastronomen, Touristiker und auch die Veranstaltungsbranche waren einerseits schwer betroffen, haben aber auch ganz schnell nach kreativen Lösungen gesucht und dabei Ideen entwickelt, die sie auch nach der Krise stärken und auch zukunftsfähig auch gestalten lassen. Auch die Haltung unserer Wirtschaft, insbesondere der Industrie jetzt in der Ukraine-Krise, beeindruckt mich sehr. Und obwohl sofort klar war, dass der russische Angriff auf die Ukraine tiefgreifende Konsequenzen für unsere Energie- und Rohstoffversorgung oder auch die Lieferketten haben wird, war die Bereitschaft zur Hilfe ganz, ganz groß. Da wurden Hilfsangebote auf den Weg gebracht und man hat sich sehr, sehr stark auch solidarisch gezeigt. Und ich sage hier auch in aller Deutlichkeit, Demokraten stehen gegen einen Despoten wie den russischen Präsidenten Putin zusammen. Und zusammen suchen wir auch vor Ort nach Lösungen und kanalisieren auch die Themen. In der von mir einberufenen Spitzenrunde Energiesicherheit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft pflegen wir einen engen Austausch. Wir spüren auch heute in dem Gespräch mit der LVU, wie die Herausforderungen die Wirtschaft doch sehr, sehr fordert in den unterschiedlichsten Bereichen. Und es ist immer wieder wichtig, sich auf alle Szenarien vorzubereiten, anderes als aber auch Sorgen zu nehmen und immer wieder die Themen auch an die Bundesministerien zu adressieren und dort auch für gute Lösungen werben. Wir haben gerade seit gestern die ersten Unterstützungsprogramme seitens der KfW, seitens der Bürgschaften, auch das Thema Energiekostenzuschuss, was auf den Weg gebracht wird, sodass Härten abgefedert werden und die Themen auch entsprechend fokussiert werden. Und meine Damen und Herren, bei all den Herausforderungen will ich ganz klar betonen, die Unternehmen machen sich auf den Weg in die Zukunft und manch Thema auch der Krise beschleunigt ja
genau diesen Weg. Und wenn man auch noch mal so dieses Jahr Revue passieren lässt, dann haben wir einerseits diese Krisen zum Teil gleichzeitig gemanagt, aber immer auch mit ganz, ganz großem Engagement die Zukunftsthemen, die die Gesellschaft, die die Wirtschaft umtreibt, angepackt. Denn für die Stärke des Landes Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort sind starke, innovationsfreudige und innovationsgetriebene Unternehmen essentiell. Das Portfolio, das die Landesregierung diesen Unternehmern zur Flankierung anbietet, ist groß, vielfältig und wir entwickeln es auch fortlaufend weiter. Wir fördern Investitionen in Innovation in allen Stadien der Entwicklung, von der Gründung bis hin zur Marktreife mit Förder- und Beteiligungsprogrammen, vom Gründungsstipendium über Programme wie InnoTop bis hin zu einem neuen Venture Capital Fonds, den wir jetzt entsprechend auflegen. Wir investieren in anwendungsorientierten Kompetenzaufbau an den Hochschulen und an den Instituten. Die Biotechnologie hat die Ministerpräsidentin angesprochen. Auch hier haben wir uns mit einer Neuausrichtung des Technologiezentrums in Mainz auch noch mal ganz klar bekannt zu dem Standort, aber auch das Momentum zu nutzen und dort in Mainz entsprechende Flächen für Gründer, für Unternehmen, die sich hier ansiedeln möchten, auch anzubieten. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte sind bei uns in Rheinland-Pfalz unsere Netzwerke. Ich möchte beispielhaft das Commercial Vehicle Cluster nennen, das CVC, ist ein absolutes Aushängeschild innerhalb der Nutzfahrzeugbranche. Wir hatten gerade gestern die Jahrestagung und es ist das Who is Who der Branche aus ganz Deutschland, was hier zusammenkommt. Und nicht umsonst hat Daimler den ersten vollelektrischen LKW der Welt in Wörth entwickelt und produziert. Und mit der Förderung der Batteriezellfertigung in Kaiserslautern haben wir die Attraktivität des Automobil- und Nutzfahrzeugestandorts Rheinland-Pfalz noch einmal aufgewertet. Und ich möchte auch den Ball von Frau Binz aufgreifen. Gerade auch mit der Forschung auch zur Wasserstofftechnologie schauen wir dann in guter Zusammenarbeit, wo können wir Wasserstofftechnologie in die Anwendung bringen. Und da ist die Nutzfahrzeugindustrie ein großes Anwendungsfeld. Wir haben mit dem Cluster HyCove einen Rahmen gegründet, wo nochmal alle Unternehmen der Wasserstofferzeugung, aber auch der Anwendung und der Forschungseinrichtungen zusammenkommen. Und das zeigt, wie wir hier auch konstruktiv und zielführend zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, diese Vielfalt, die wir haben, hilft unseren Unternehmen nur weiter, wenn sie aber auch einfach und niedrigschwellig zugänglich sind. Und deswegen haben wir uns als Landesregierung im Koalitionsvertrag auf die Einrichtung einer Innovationsagentur geeinigt, im Rahmen auch der Agenturfamilie. Die Innovationsagentur soll wie ein Navigationsgerät auf der Entwicklungs-, Förder- und Antragsstrecke bis hin zur Marktreife funktionieren und fungieren. Sie wird zum Dienstleister für die Unternehmen, Gründer, Wissenschaftler und Institute. Und so wollen wir uns gemeinsam wandeln, um zu bewahren, was uns stark macht. Und es gibt vieles zu bewahren. Wir haben traditionelle Mittelständler, wir haben innovative, zukunftsgewandte Handwerksbetriebe, wir haben fast 150 Hidden Champions in Rheinland-Pfalz und natürlich unsere Global Player, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Neben dem hohen Innovationsdruck eint sie alle gemeinsam die Suche nach Fachkräften der Zukunft. Und beispielhaft will ich vielleicht auch noch mal einen Gedanken aufwerfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen wie BioNTech haben im vergangenen Jahr das Leben von Millionen Menschen auf der Welt verändert. In Rheinland-Pfalz finden sie eine ganz wunderbare Willkommenskultur. Sie finden Heimat und sie finden Lebensqualität. Und deswegen sage ich in aller Klarheit, attraktive Innenstädte, die Innenstadt der Zukunft, sind deswegen auch ein ganz wichtiges Argument für unsere Wirtschaft. Dabei müssen wir auf unsere Stärken uns konzentrieren. Ein rheinland-pfälzisches Unternehmen, wie eben genannt, kann zwar den Nasdaq an der New Yorker Börse prägen, aber Innenstädte von Betzdorf, Mainz oder auch hier in Ingelheim sind nicht mit dem Times Square vergleichbar. Sie sind aber deswegen nicht weniger spannend. Sie können Marktplätze für unsere regionalen Erzeuger werden, beispielsweise aus dem Handwerk, aus der Landwirtschaft oder dem Weinbau. Wir möchten das
fördern, was Städte individuell und einzigartig macht. Das können Pop-up-Stores von Handwerksbetrieben sein, Bauernläden, die nicht nur den Finther Spargel oder die Pfälzer Krummbeere anbieten, sondern auch zum Verweilen bei einem guten Glas Wein einladen. Und solche Angebote sind nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger hier attraktiv, sondern sie locken auch Gäste an. Und ich sage an der Stelle noch mal, so groß die Herausforderungen für die Tourismuswirtschaft in den vergangenen 2 Jahren waren, so groß sind aber auch die Chancen. Denn in diesen unruhigen, in diesen unsicheren Zeiten verspüren die Menschen eine unglaubliche Sehnsucht nach Entschleunigung, nach Erdung, nach Heimat. Und Rheinland-Pfalz bietet genau das. Unsere Tourismusregionen bieten genau das. Und deswegen haben wir auch unsere Rheinland-Pfalz-Tourismus noch mal mit starken Kampagnen unterstützt, damit Menschen vielleicht im Moment eher, die das Bedürfnis haben, Rheinland-Pfalz zu erleben, das auch auswählen und eine gute Zeit hier verbringen können. Wir haben für die Innenstädte der Zukunft verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. So fördern wir die positive Entwicklung der Zentren und Ortskerne im ländlichen Raum mit 2,5 Millionen Euro an ELA-Mitteln. Und wir weiten das Modellvorhaben Innenstadt Impulse künftig von den Oberzentren auf die Mittelzentren und mittelzentrale Verbünde aus. Hier stellen wir für das Jahr 2022 insgesamt 5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Und ich will an der Stelle nicht zu viel verraten, weil wir werden am Montag im Rahmen einer großen Auftaktveranstaltung das Schwerpunktthema Innenstadt der Zukunft en Detail vorstellen. Grundlage für ein lebenswertes Umfeld und einen attraktiven Wirtschaftsstandort sind immer wieder auch Investitionen in eine moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Und deswegen erhöhen wir erneut die Investitionsmittel für die Landesstraßen auf insgesamt 135 Millionen Euro. Das ist eine Verstetigung auf Rekordniveau. Und einen besonderen Schwerpunkt setzen wir beim Thema Radverkehr, wo wir doch spüren, dass sich die Alltagsmobilität der Menschen häufig auch verändert hat und weiter verändern wird. Und wir beobachten auch, jede Investition in den Radwegebau ist gleichzeitig auch eine Investition in den Tourismus. Deswegen werden wir bei allen LBMs im Land Rheinland-Pfalz sogenannte Radverkehrsteams installieren, 23 neue Stellen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in engem Austausch mit den Kommunen vor Ort den Radwegebau voranbringen. Zudem haben wir die neue Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen gegründet. Gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunen schauen wir, was sind Hürden und Hemmnisse vor Ort und wie können wir den Radwegebau gemeinsam vorantreiben. Zudem haben wir uns auf 7 Pendlerradrouten verständigt. Und ich sage, die eine Pendlerradroute geht hier fast sogar am Haus vorbei. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, sie ist von Mainz nach Bingen. Und wir werden noch in diesem Jahr einen großen Teilabschnitt freigeben. Meine Damen und Herren, für das gute Zusammenleben in unserem Land ist die Justiz von großer Bedeutung. Sie garantiert Rechtssicherheit und trägt so entscheidend auch zu Standortvorteilen bei. Wir haben Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie den Justizvollzug personell in den letzten Jahren verstärkt und wollen dies weiter fortsetzen. Ein besonderes Anliegen und wichtiges Anliegen der Landesregierung ist die Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz. Und die Ministerpräsidentin hat eben die schrecklichen Polizistenmorde in Kusel angesprochen. Und was danach an verhöhnenden und die Opfer verunglimpfenden Kommentaren in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, hat uns wirklich gemeinsam fassungslos gemacht. Die geltende Rechtslage macht es allerdings notwendig, dass nahe Angehörige jede einzelne ehrverletzende Äußerung zur Kenntnis nehmen müssen, um über die Stellung eines Strafantrags zu entscheiden. Und erst dadurch wird bisher die strafrechtliche Verfolgung ermöglicht. Und ich danke an der Stelle meinem Kollegen Justizminister Herbert Mertin ausdrücklich, dass er eine Bundesratsinitiative gestartet hat, um den Hinterbliebenen diesen zusätzlichen Schmerz in ohnehin schweren Stunden zu ersparen. Der rheinland-pfälzische Gesetzentwurf sieht deshalb vor, dass die Strafverfolgungsbehörden im Einzelfall ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejahen und von Amts wegen einschreiten können. Auch Dienstvorgesetzte dürfen diesen Antrag stellen, wenn die Tat einen Bezug zur Dienstausübung von Beamten steht. Wir schützen Opfer und Hinterbliebene und zeigen in aller Klarheit,
Wer Hass verbreitet, steht außerhalb unserer Gemeinschaft. Meine Damen und Herren, eine Unternehmergruppe hingegen ist Herzstück und Zukunftsversprechen für unsere ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz. Ich nenne unsere Landwirtinnen und Landwirte, unsere Winzerinnen und Winzer. Sie prägen unsere Region, gerade wenn wir auch an den Wein, an den Obstbau denken, ganz sichtbar. Es ist letztendlich auch eine touristische Attraktivität der wichtigsten Nebenprodukte der Landwirtschaft, dessen Bedeutung wir gar nicht hoch genug schätzen können. Das wird uns in diesen Zeiten auch noch mal in aller Klarheit deutlich. Und wir haben das klare Ziel, eine bäuerliche Struktur, in der auch gerade kleine Betriebe ihren Platz am Markt finden, zu erhalten. Junge Menschen, die sich in die Selbstständigkeit als Landwirt oder Winzer wagen, wollen wir besonders unterstützen. Und deswegen führen wir eine Hofübernahmeprämie von 45.000 Euro ein. Und lassen Sie mich an der Stelle auch noch mal gerne sagen, ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, es gibt nichts Nachhaltigeres wie die Unternehmensnachfolge eines landwirtschaftlichen Betriebs, eines Weinbaubetriebs in die nächste Generation. Hier lebt man Verantwortung nicht in der Familie, nicht nur in der Familie, sondern auch im Umgang mit der Natur und den Böden. Und das ist was ganz Wunderbares und dafür sind wir dankbar. Und meine Damen und Herren, dabei ist mir auch noch mal wichtig, das Bild des modernen Landwirts in den Köpfen der Menschen auch noch mal zu etablieren. Sie bieten regionale Lebensmittel, deren Herkunft klar nachvollziehbar ist, auch kurze Transportwege. Sie ist verwurzelt, sie prägt ihre Region und die jungen Landwirte setzen alles daran, mit Innovation und Digitalisierung ökonomische und ökologische Ziele in Einklang zu bringen. Nachhaltige und zukunftsweisende Landwirtschaft ist heute auch Hightech auf dem Acker. Und wir sind stolz, dass die in Rheinland-Pfalz entwickelte Geobox mittlerweile von vielen Bundesländern auch zur Anwendung gebracht wird. Das zeigt, wir sind in Rheinland-Pfalz nicht nur Reben und Rüben, sondern auch Hightech und zeigen, was man damit machen kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss sagen, genau dieser Spirit, dieser Geist macht Rheinland-Pfalz aus. Wir sind ein liebens- und lebenswertes Land, weil wir Lust auf Zukunft haben. Wir leben Tradition und Innovation. Wir stellen uns den Krisen und wachsen gemeinsam an ihnen. Und selbst in bewegten Zeiten entwickeln wir uns weiter. Und ich möchte zum Schluss auch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit danken. Ich glaube, in so schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, zeigt sich immer, wie man dann anpackt und auch gleichzeitig die Zukunftsthemen nicht aus dem Auge verliert. Von daher freuen wir uns, glaube ich, gemeinsam auf die nächsten Jahre Rheinland-Pfalz zu gestalten. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Ministerin, Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt. Es war ein ereignisreiches Jahr. Die Bilanz ist umfänglich und damit kommen wir zu Ihren Fragen. Ihre Scheible von der dpa und die Kollegen, die an den Bildschirmen zugeschaltet sind, müssen da die Hand heben, damit ich das auch mitbekomme. Genau. Kann ich Ihnen jetzt gerade nicht beantworten, die Frage. Mir ging es ganz ehrlich so, Frau Scheibe, wie es uns eigentlich allen hier vorne ging. Wir haben uns vorbereitet eigentlich auf diese Pressekonferenz und vieles hat man ja so im Kopf. Und dann waren wir doch noch mal erstaunt, was wirklich alles geschafft worden ist, weil wir schon auch wissen, an welchem Limit unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überall sind. Und deshalb war ich jetzt einfach nur mal hoch erfreut darüber, dass wir wirklich so weit gekommen sind. Jetzt die Anke Petermann. Was gibt es denn konkret oder was zeichnet sich bei der Hochwasserrisikovorsorge denn konkret ab? Also wenn man nach vor einem Jahr gefragt hätte, wir hätten wahrscheinlich genau dieselbe Aussage da gegeben, wir arbeiten mit einem Hochwasserrisikokonzept. Zum Beispiel
Selbstverständlich schaut die Landesregierung auch selbstkritisch, ist ja gar keine Frage. Nach einer so schrecklichen Naturkatastrophe überlegen wir uns auch. Und wir haben sehr deutlich gemacht im Untersuchungsausschuss, wie wir die konkrete Lage sehen. Wir haben aber auch immer deutlich gemacht, dass wir intensiv daran arbeiten und wir bringen uns dabei ein in der Enquete. Aber wir tun es natürlich auch selbst, auch mit Experten. Ich nenne jetzt nochmal die Begutachtung durch den Herrn Brömme, damit wir tatsächlich dann auch das ganze Thema weiterentwickeln werden. Selbstverständlich werden wir Konsequenzen daraus ziehen, weil wir nicht davon ausgehen, dass die extremen Wetterlagen Einzelfälle sind, sondern dass wir, wie in der Vergangenheit ja auch, schon vermehrt mit Starkregenereignissen zu kämpfen haben werden. Und es ist in 4 Landkreisen und in einer kreisfreien Stadt gelungen, in 3 davon, dass zwar schreckliche Schäden angerichtet worden sind, aber dass mit Ausnahme einer Person nicht zu Personenschäden gekommen ist, dass es keine Toten gab. Aber wir haben jetzt einfach auch erleben müssen, dass es eben an einer Stelle nicht funktioniert hat. Und selbstverständlich müssen daraus dann auch, werden wir entsprechende Schlüsse ziehen. Das kann ich Ihnen jetzt aber noch nicht sagen. Dafür gibt es ja die Enquete-Kommission, die arbeitet ja an den zukünftigen Konzepten. Wir tun das auch und wir werden dann gemeinsam schauen, was an Konsequenzen im Land zu ergreifen ist. Und wenn Sie dann, dazu gehört auch das Thema Prävention, ist ja vollkommen klar und ohne jetzt alles vorwegzunehmen, Katharina, aber wenn Sie vor einem Jahr gefragt hätten, hätte es das eben noch nicht gegeben. Eine Hochwasserpartnerschaften, die über die Ländergrenzen hinausgehen, an denen alle beteiligt sind, an denen es eine Geschäftsstelle durch das Land verstärkend gebildet worden ist, weil es vor Ort eben nicht richtig funktioniert hat, um den ganzen Prozess zu beschleunigen und dass auch entsprechende Gutachten in Auftrag gegeben worden sind, um Teilbereiche der A- und der Nebenflüsse entsprechend zu untersuchen, damit man den Prozess eben möglichst schnell dann auch entsprechend abschließen kann. Also das war definitiv, Frau Petermann, vor einem Jahr noch anders. Frau Binz, wollen Sie noch ergänzen? Im Prinzip hat die Ministerpräsidentin gerade die großen Linien an der Stelle schon dargestellt. Ist natürlich logisch, dass man sich nach einem solchen Ereignis auch die eigentlich bewährten Instrumente nochmal anschaut. Und sie hat es ja gerade dargestellt, in welche Richtung das geht. Aber es wird nach wie vor dran intensiv gearbeitet. Und ich glaube, da braucht es auch die Zeit, um sich diese Dinge dann auch ganz intensiv anzuschauen und neu aufzustellen. Gerade wenn man weiß, dass vorher einfach Dinge so gelaufen sind, dass am Ende eine Katastrophe in dem Ausmaß sich ereignet hat. Durch natürlich ein Extremwetterereignis ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da auch wirklich Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Und insofern, glaube ich, sind die groben Punkte gesagt worden. Aber man sollte wirklich warten, bis das Konzept dann in Gänze steht und auch vorgestellt wird. Im Raum sehe ich jetzt keine weiteren Fragen und frage noch mal Richtung Bildschirm. Aber ich glaube, da sind auch alle genau mit Informationen hinreichend versorgt. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken im Namen des Podiums für die Jahresbilanz und bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.